Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender, und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker. Vergessen Sie das nicht. Anton 1. Vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1. Rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Wir sind bereit! Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Infanterie auf 12 Uhr. MG-Feuer eröffnen. Sie sind getroffen, fahren aber noch! Hier durchbrechen! Sie gefällt das nicht?
1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Tiger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl. Panzer zerstört. Gute Arbeit. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen alle amerikanischen Truppen ausschalten. Amerikaner laufen davon. Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Artillerie! Anton 1, feindliche Artillerie auf dem Hauptplatz. Sofort vorrücken und zerstören! Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl. Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Artillerie anvisieren! Vollends, Schwarze! Wir haben es geschafft! Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant! Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Artilleriestellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Artilleriestellung gewesen sein. Anton 1, feindliche Panzerdivision versucht den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abwehren. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, Schnauze, Hartmann! Kerz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Das Ziel ist erledigt! Wir sind getroffen! Das war der letzte. Sie haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor! Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Kerz, bringen Sie uns zu dieser Position. Ja, Kommandant.
langsam, Kerz. Nicht so dicht an die Mauern. Kommandant, unser Rauch!